So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Diablo Reaper of Souls Ultimate Evil Edition. Hier euer Propane BK und Arsen. Servus. Wir machen auch gleich dort aufgehört. Aufgehört haben. Und wir waren hier in der Bresche in der Festung, heißt die Aufgabe, und wir waren auch kurz, ja. Irgendwo hier waren wir halt. Schatz, komm mal ganz kurz mit. Oder geht's hier hin? Das Coole ist an meiner Waffe. Normalerweise, wenn ich sie benutze, wirft er nichts. Nur wenn ich jemanden einen Fußschlag, dann wirft er so die Energie weiter und trifft auch den anderen. Mein Zorn reicht für uns. Du kannst doch entfernte Gegner und nahe Gegner. Ich habe sowas zum Beispiel nicht. Ändert sich doch, wenn ich das eine Dings mache. Für ein paar Sekunden, 30 Sekunden oder so ein Scheiß. Lass die herkommen. Wenn sie auf meinen Dings kommen, aber die kommen nicht. Ach komm. Dann zieht's denen Energie ab, weißt? Dich heilt's und denen zieht's Energie ab. Hey, cool. Gar nicht. Also der Standardschaden höher, 15 Schaden, 132. Quatsch. Ist jetzt besser? Ah, jetzt hab ich ver... Ach, komm. Was machst du? Ich hab die Waffen verglichen. Das finde ich wieder mal wieder unfair.
dass du nur immer die besten Waffen kriegst zur Zeit. Lass mich mal testen. Ja. Was ist das? Bei dem Gegner ist halt schon doof. Warte mal, das sind wir jetzt gleich. Doch, die andere Waffe hat schon mehr ab. Ich kann schwören, dass die andere Waffe irgendwo mal ab und zu auch mal viel mehr abgezogen hat, oder nicht? Muss jetzt nochmal testen. Nee. Noch nicht. Gibt's nix. Achso, man kann ja auch drauf bleiben, gell? Ja. Neuerdings. Uns ist aufgefallen, dass man jetzt drauf bleiben kann. Wir können. Also. Und da, das war glaube ich am Anfang, wo wir das Spiel gespielt haben, nicht? Da mussten wir jedes Mal drauf drücken. Und jetzt können wir auf der Taste draufbleiben und der schlägt halt immer nach. Ja, ist nicht zu stressig dann. Ja, ohne Witz. Was kann ich noch anstellen mit der Waffe? Gar nichts. Wenn nicht so, dann so. Noch nicht bereit. Ja.
geht noch nicht. Ach nee, das gehen wir erst hoch, da geht's so runter. Sich in den nördlichen Städten nieder. Einem Gebiet, das man heute das Reich des Schreckens nennt. Ihre Kultur war nomadisch geprägt und sie lebten in Stämmen. Allerdings gab es auch feste Siedlungen für sie. Nur Geduld. Eine Gruppe, die mein Zorn reicht dafür nicht aus. Und zum ältesten Rat ernannt, herrschte über diese Barbaren. Noch nicht bereit. Ach Scheiße, hier ist der richtige Weg sogar, jetzt muss man sogar runter. Ach, fuck you. Warte mal. Schauen wir mal kurz. Ohne Witz. Teleport. Geh mal zurück. Jedes Mal schaffen wir es trotzdem, den richtigen Weg zu gehen, obwohl wir erst den Rest sehen möchten. Leider nicht tun. Jetzt sind sie tot. Haben Schild. Nehmen wir den. Du kriegst gerade keine gescheiten Sachen, solltest auch mal. Obwohl der Schild ist. Richtig weggefetzt. Nur Geduld.
Ich benötige mehr Zorn. Die Namen sind jetzt nicht wirklich aus einer einzigen Stachelrücken. Komm in den Kreis rein. Noch nicht bereit. Ich fühle mich so unnütz. Warum? Nur weil du keine Gegenstände kriegst. Nein, weil ich keine Kraft habe. Und du hast genügend Kraft, Schatz. Nein. Merk dir was, eine Frau kann sie nichts retten. Ach scheiße, das bin ich ja, der durch die Wand. Der Depp. Es gibt mir Rette. Na, nix gescheit. Die Speisekammer. Tötet Gorm in der Speisekammer. Gorm. Gorm mal. Endkampf. Ihr seid derjenige, der Fürst Belial getötet hat. Ich werde es genießen, euer Fleisch von euren Knochen zu reißen. Ja, ja. Oh Gott. Ohne Witz, warum bist du da hinten? Mach dich kaputt. Nur Geduld. Wir haben mich da reingeklappt. Das hat er mit Absicht gemacht, der Penner. Ja? Dass das jetzt schwerer werden soll. Boah. Schatz, komm mal her, sonst kann ich nicht gegen den kämpfen. Noch nicht. Nicht genug Zorn. Noch nicht. Wo bin ich? Wenigstens kann er mir nicht viel anhaben. Und voll für den Arsch. Du hast eine Waffe bekommen, Schatz. Eine sehr gute. Wie komme ich hier raus? Durch die Tür, Schatz. Geh mal im Menü. Das ist was Besseres. Guck mal, der hat. Aber du hast 500 SPS Stärke, keine Ahnung, was das ist. Wow, 500 SPS. Und du bist schon bei 10.000, ich bin bei 5.000 noch. Ich bin nicht bei 10. Doch? Nur wenn ich mich ummodig. Der hat fast doppelte Stärke. Nimm mal den. Guck, 8.000. Nimm den anderen wieder. Ja, dann waren wir bei 5.500. Na, ich will was anderes auch schauen. Aha. 300 plus. Okay, nimm den anderen. Ja.
Ja, du hast viel mehr Zusatzsachen und so dadurch bekommen. Kannst mal schauen. Guck mal oben Rüstung, ob du irgendwas hast. Vergleich mal. Nein. Passt. Habe ich was bekommen? Gürtel, oder? Guck, ich habe 8400, dann schau mal du. Du hast auch 8100 Wissen. Ich habe nur dann, wenn ich mich in den Barbaren, in den Dings verwandle, in den Ritter. Darf ich auch mal schauen, wie viel ich dann habe? Ja, du musst dich nur verwandeln. Das schon? Hast 10.000. Siehst? Das ist eine geile Frau geworden, Mann, hey. Mir ist viel zu viel Muskeln. Beinmuskeln. Also jetzt brauchst du nicht mehr rumweinen. Ja, endlich mal. Und hoffentlich schlägt er auch gut rein. Das wird irgendwie nicht zu knapp entgegenzusetzen. Ihr Stein wird trotzdem mir gehören. Der redet zu viel. Bevor es weitergeht, warte mal ganz kurz. Willst du auch? Ja. Bei dir? Aha. Kannst eigentlich alles verkaufen. Ja, ja. Verkauf alles. Aus der Waffenkammer waren entsetzliche Geräusche zu hören. Also ist Tyrael losgegangen, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Er hat gesagt, dass ich euch dorthin schicken soll, falls ihr zurückkommt. Okay. Ich finde, wir machen im nächsten Part wieder weiter, oder? So, Leute. Jetzt haben wir die eine Mission beendet. Jetzt ist Beben der Mauern zur Waffenkammer. Wie es ausschaut, wird dieser Kapitel 3 nur in dieser Bastion ganze Zeit sein, bis wir irgendwann gegen den Endgegner kämpfen. Gegen dem, was vorhin da so lange geredet hat, ich vergesse immer seinen Namen mit A, irgendwas war es zwar. Und ich denke mal, Akt 3
findet sein Ende hier. Und wir machen auch morgen gleich wieder weiter. Wir sehen uns beim nächsten Part, eure Bane Becker und die Eisen. Und die reizende Eisen. Bis zum nächsten Mal.